Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute über die Elgato 4K Pro MK2 Streamer-Karte sprechen. Ich hatte nämlich doch einige Probleme, die einzurichten. Und vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der jetzt vor ähnlichen Problemen sitzt und wissen möchte, wie man die löst. Und deshalb erkläre ich hier, was man tun muss. Zuerst einmal muss man die Karte korrekt anschließen. Also ich habe hier zwei PCs stehen. Auf einem PC spiele ich und auf dem anderen PC, also in dem anderen PC ist die Streamer-Karte und die soll das ins Internet streamen. Jetzt muss eine Verbindung vom ersten PC zur Streamer-Karte hergestellt werden. Dafür verwendet ihr am besten das mitgelieferte Kabel, also das, was bei der Elgato dabei ist. Das ist nämlich ein HDMI-Kabel, welches große Datenmengen übertragen kann. Ich hatte erst ein altes Kabel probiert, das hat aber nur Full HD geschafft und da war auch nichts Größeres einzustellen. Erst mit dem mitgelieferten Kabel hat das dann funktioniert. Die Kabel, die zu den Monitoren gehen, die sind da jetzt bei mir zumindest zweitrangig, weil ich ja Full HD Monitore verwende. Ich möchte allerdings mit 1440p streamen und deswegen brauchte ich ein Kabel, was zur Elgato geht mit hoher Datenmenge. Die Elgato habe ich in den PC reingesteckt und habe von Elgato die Standardsoftware installiert. Hier ist sie, diese Capture-Software. Hier seht ihr jetzt schon das Bild von meinem ersten PC, der da fürs Spielen zuständig ist. In dieser Software geht man hier oben auf das Zahnrad. Dann geht dieses Menü auf. Und das sind hier quasi die wichtigen Einstellungen, die ihr machen müsst, wenn ihr streamen wollt. Erstmal hier bei Bild allgemein das Format 1440p einstellen. 60 FPS habe ich gewählt. Unter Gerät seht ihr dann die Quelle. Dann müsst ihr hier bei Eingang, müsst ihr auf intern stellen. Und hier unten dann ebenfalls nochmal auf 1440p. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Hier könnt ihr noch eure Sachen. Hier natürlich das Aufnahmeformat auch 1440p. Eventuell das Mikrofon. Wichtig ist, dass hier diese Einstellungen gemacht sind, weil wenn ihr das hier so einstellt, dann gibt sich die Elgato auf dem ersten PC als Monitor aus mit einer möglichen Auflösung von 1440p. Das steht ja jetzt auch hier. Wenn ich jetzt hier mal auf das Bild Auflösungen ändern gehe, dann habe ich hier bei der Elgato jetzt auch diese Auflösung eingestellt, genauso wie an meinem Monitor. Am Monitor habe ich habe ja nur einen Full HD Monitor. Das Bild wird auf 1440p hochskaliert von der Grafikkarte. Die übernimmt das und gibt das Bild dann auch so weiter an die Elgato. Ich habe das Bild geklont, also den Philips Monitor geklont. Ich möchte diese höhere Auflösung, damit ich mehr Platz auf dem Desktop habe. Bei Full HD ist mir einfach alles zu groß und deshalb diese 1440p Auflösung. Jetzt seht ihr hier in diesem Sound-Panel von Windows, dass die Elgato auch hier auftaucht. Das heißt, über das HDMI-Kabel wird der Sound von meinem ersten PC, auf dem ich spiele, weitergegeben. Das ist ja auch wichtig. Ihr braucht ja Sound. Wenn jetzt im Spiel sind ja immer Geräusche und da, die müssen ja übertragen werden. Hier im Gerätemanager des PC taucht die Grafikkarte einfach nur als PNP-Monitor auf. Da ist nichts weiter. Und wichtig ist, dass ihr hier diese Einstellungen so macht. Wenn ihr auf dem Zweit-PC, wo die Elgato drin ist, die 1440p Einstellung macht, dann gibt die sich eben halt hier auch als 1440p Gerät aus und ihr könnt diese Auflösung einstellen. Ich musste, damit das funktioniert, beide PCs mehrere Male neu starten. Das hat nicht sofort funktioniert. Also wenn die Auflösung nicht sofort verfügbar ist oder ihr auf dem Zweit-PC nur ein schwarzes Bild habt und kein Bild reinbekommt, erstmal Neustart machen. Ihr kennt das ja von Windows, viele Einstellungen werden erst als Neustart oder nach Neustart übernommen.
Ich habe hier bei Windows unter Audiogeräte verwalten alles deaktiviert, was ich nicht brauche, weil es manchmal schaltet Windows einfach auf andere Geräte um. Das ist blöd. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ich muss die Elgato hier als Ausgabegerät also aktivieren, aktiv. Sonst habe ich keinen Sound auf dem zweiten PC, also bei der Aufnahme. Wenn ich jetzt hier auf dem ersten PC zum Beispiel ein Video gucke und will das nicht streamen oder so, dann muss ich hier meine Lautsprecher auswählen, weil sonst höre ich ja nichts. Oder ich müsste immer den zweiten PC mitlaufen haben, das ist ja auch doof. So, ja, das ist jetzt hier die Einstellung für Streaming. Ihr könnt dann hier auch halt noch regulieren, das ist klar. Wenn ich jetzt mal hier den Pegel verändere, dann gibt Windows ja immer so einen Ping aus und dann seht ihr hier unten in der OBS-Leiste, dass auch dementsprechend bei dem Aufnahmegerät, das ist die Elgato, da ein Ausschlag kommt. Das Capture-Util mache ich jetzt mal zu. Ich kann ja hier in OBS jetzt hier auch umschalten auf diesen Monitor. Und ich habe das jetzt hier nur mal so gemacht, um eben halt diesen Bildschirm auch aufzeichnen zu können. Wenn ich jetzt in OBS-Einstellungen, oder fangen wir erstmal an mit Hinzufügen eines Geräts. Also die Elgato könnt ihr hier zufügen, indem ihr hier unten Plus drückt, dann Aufnahmegerät, nochmal okay. Und dann ist die Elgato da aufgeführt. Ich mache jetzt hier Abbrechen und Entfernen. Die brauche ich ja nicht doppelt. Jetzt machen wir hier einen Doppelklick drauf. Jetzt habe ich hier die Einstellung vorgenommen. Kann ich das größer machen? Ja, das ist schön. Dann haben wir die alle fast auf einen Blick. Also die Elgato-Karte wird hier ausgewählt. Dann bei Video konfigurieren. Da sehen wir jetzt hier nochmal die Einstellung der Elgato. Hier kann man aber nicht so viel machen. Helligkeit etc., da habe ich alles nichts dran verändert. Hier habe ich die benutzerdefinierte Auflösung ausgewählt, das Videoformat. Ja, und den Rest habe ich auf Automatik gelassen. Ich mache hier mal abbrechen, falls ich was verstellt habe. Jetzt habt ihr also keinen Sound, meistens zumindest habt ihr keinen Sound, obwohl hier oben am ersten PC alles korrekt eingestellt ist, habt ihr keinen Sound. Dann müsst ihr hier mit der rechten Maustaste auf das Zahnrad klicken, erweiterte Audioeigenschaften und hier bei der Elgato, bei dem Videoaufnahmegerät, nur Monitor, Ausgabe stummschalten auswählen. Dann funktioniert das. Dann habt ihr auch Sound. Ich kann ja auf dem ersten PC mal ein Video starten. Machen wir mal irgendwas bei YouTube. Zum Beispiel hier Star Citizen. So, jetzt haben wir hier unten einen Sound, der eben halt von dem ersten PC zum zweiten PC übertragen wird. So einfach ist das. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, dass man hier in so einem versteckten Menü die Einstellung machen muss. In OBS, in den Einstellungen, habe ich dann hier bei Video auch natürlich, das musste ich hier manuell eingeben, 2560, 1440. Ja, bei Audio habe ich soweit alles deaktiviert, weil ich die Quellen hier unten manuell hinzugefügt habe. Die Ausgabe halt Stream ist klar, da könnt ihr dann die Tonspuren auswählen und worüber halt gestreamt wird, etc. Ach, das macht man hier oben bei Stream. Ja, und hier halt die Aufnahmeeinstellung. Das kennt ihr ja bei OBS. Das muss ich ja jetzt nicht erklären. Es geht ja nur halt darum, wie man die Elgato hier vernünftig integriert bekommt, sodass man auch Ton hat, etc. Das war's im Prinzip. Jetzt müsste das normalerweise laufen. Wie gesagt, HDMI-Kabel checken. Ihr braucht vom ersten PC zum zweiten PC oder von der PlayStation zur Elgato ein gutes Kabel. Nehmt das mitgelieferte Kabel, damit geht das auf jeden Fall. Und ihr müsst beide PCs eventuell mehrmals neu starten,
damit die Elgato halt hier überall entsprechend mit den richtigen Werten am ersten PC quasi registriert wird. Und dann sollte das laufen. Wenn ihr, bei mir ist das zumindest so, bei meinem PC, als die Elgato noch auf 1080p, also auf Full HD eingestellt war, weil ich halt nicht wusste, was man da einstellen muss, da wurde, als ich die Verbindung zwischen ersten PC und Elgato hergestellt habe, die Auflösung vom ersten PC automatisch runter skaliert auf Full HD. Ich hatte zwar ein Bild hier in OBS, aber eben halt nur Full HD. Und ich musste dann halt erst in der Elgato Software hier in dieser 4K Capture Util, da musste ich erst die entsprechenden Einstellungen machen. Ich kann es nochmal zeigen. Hier auf diesem Zahnrad hier rechts oben. Und dann eben halt hier bei Allgemein 1040p aussuchen, auswählen und hier dann ebenfalls auf intern stellen und hier 1040p. Dann beide Rechner neu starten und dann läuft das. Ja, ist ein bisschen tricky, aber wenn man erstmal weiß, wie es geht, dann funktioniert das. Und im Endeffekt brauche ich zum Streamen ja nur jetzt hier das Videoaufnahmegerät und das Mikrofon. Vom Zweit-PC Desktop-Audio brauche ich im Stream nicht. Ich könnte jetzt hier noch zum Beispiel Discord mit reinnehmen auf einer separaten Tonspur. Wenn gestreamt wird, müsst ihr allerdings wissen, dass alles, also da gibt es nur eine Tonspur beim Stream. Ihr könnt höchstens für Audioaufnahme die Tonspuren einstellen, das Mikrofon zum Beispiel auf Spur 2 ist, das Videoaufnahmegerät auf Spur 3 und auf Spur 1 sind dann alle Geräte für den Stream. Und deswegen habe ich Desktop-Audio deaktiviert. Falls hier zum Beispiel, hier ploppen ja manchmal irgendwelche Meldungen auf und dann soll das halt nicht in den Stream gehen und deswegen habe ich hier auf dem Zweit-PC in OBS Desktop-Audio halt deaktiviert. So einfach ist das. Hier die Bildschirmaufnahme, die kann ich eigentlich jetzt auch wieder entfernen. Das ist ja nur gewesen, damit ich halt hier das Video mal machen konnte. Und ich rate euch auch. Ja, jetzt ist auf dem Video fertig, was ich gerade bearbeitet habe, geschnitten habe. Was ich euch auch empfehlen kann, ist unter Profil, das geht jetzt nicht, weil ich aufnehme, die Einstellungen zu exportieren. Dann habt ihr nächstes Mal nicht wieder diese Fummelei, falls ihr OBS mal neu einrichten müsst. Dann müsst ihr diese ganzen Einstellungen nicht schon wieder neu machen. Dann ist das alles erledigt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ein bisschen den Nebel lichten, der mit diesen Einstellungen hier am Anfang erstmal aufkommt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.